Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Und in diesem Part gehen wir in eine neue Welt. Yeah! Und diese Welt, die feiere ich und sowas von derbe. Und gerade das erste Kapitel ist richtig geil. Oh Mann. Und zwar geht's jetzt zu dieser Moment, ich muss ganz kurz das nicht so will, wie ich will. Okay, dann lasse ich es halt mal so. Und zwar Kapitel 1, der Auftritt von Robo Bowser. Yeah! Dieser Boss ist richtig episch. So. Nun denn. Leumünzen. Leumünzen haben sie jetzt voran. Bams. Voll geohnt. Und nochmal geohnt. Und nochmal. Nochmal. So, und hier irgendwo im Sand müssen sich zwei blaue Scheinsichel finden. Und zwar hier ist die erste. Ja, hallo. Komm doch drauf. Und die zweite müsste sich hier irgendwo befinden. Falls ich nicht komplett auf Drogen bin. Hallo, also, ja. Ungefähr einen Meter von dem letzten Fleck. Hier. So. Entfernt. Also wir sind über ein paar Schritte. Dann auf in den Freizeitpark. Achso, die Blaumünzen können wir jederzeit machen, ne? Kümmern wir uns zuerst um diesen Vollidioten hier. Die Blaumünzen machen wir nach diesem Kampf. Doch. Was ist das? Er schwebt auf einmal. What the? Und nun, Celia. Er ist Moses. Er hat das Wasser. Er trennt das Wasser. Aber was ist das da unten? Es ist Bowser. Aber. Nee. Ich sehe einen riesigen Roboter vor meiner Nase. Hat Bowser etwas auf die Finger in seinem Spiel? Ist das überhaupt Bowser? Oder wer ist dieser mysteriöse Mützmann? Also wer ist dieser Mützmann überhaupt? Was für ein Geheimnis steckt hinter ihm? Das erfahren wir nach diesem Kampf. Ich liebe das. Einer ist der blutlose Held und der andere ist der böse Doppelgänger, der genauso aussieht als Leiter des Parks, liegt mit deinem Erfolg im Herzen. Wie wäre es, wenn ich dir dieses Fahrzeug zur Verfügung stelle? Mir nach. Okay, und zwar müssen wir diesen Kampf auf einer Achterbahn bestreiten. Ist das nicht geil? Will ich auch warten. So, und der gute Quack warnt uns immer vor den Kugelwillis, wenn die immer uns nähern. Bams! Volltreffer! So, hier kommt schon der nächste Kugelwilli, der. Okay, und. Scheiße, das war geschielt. Aber der nächste Kugelwille
ist ein bisschen tricky. So, und jetzt kommt der schwerste Akt, und zwar diese Flammen, aber ich habe kassiert, aber der wird jetzt auch gleich wieder kassieren. Moment. Oh, nee. Volltreffer! Ja. Yeah. Ihr seht schon, dass wieder ein paar dieser cool Willis zu mir aufkommen wollen. So. Ich weiß, dass hier noch cool Willis kommen, also. Fuck! Aber du kassierst mal richtig Mecha-Pause. Doch. Tja, wir haben diesen Roboter zerstört. Was zum? Wer ist das? Es ist Bowser Jr. Wie Mario blöd reinschaut. Ich habe mich immer die ganze Zeit mich gefragt, warum springt diese blöde Kuh nicht von diesem scheiß Teil da runter? Typisch Frau. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Nix. So. Aber bevor ich mir jetzt diese Schein schnappe, nehmen wir uns. Oh, ein paar Bäumen, denn diese ganzen. Asozialen Elektro-Koopas sind weg. Das heißt, wir können jetzt ganz in Ruhe, wirklich ganz in Ruhe, nach den paar blauen Münzen suchen. So, und diese ist eine der schwersten, aber ich habe sie trotzdem auf den ersten Versuch gepackt, was ich ziemlich jetzt feier. Und dann kommt hier dieses M weg. Dann kommt dieses X. Ah, das war jetzt blöd, aber ich. Hab's irgendwie trotzdem noch gepackt. So. Dann. Okay, ich wollte jetzt ehrlich gesagt keinen Mannsprung ausführen. Ich wollte jetzt darüber.
Machen wir das hier. So, und dann das hier weg. Boah, die blöde Kamera natürlich. Dann diese Familie killen. Ah, Mario. Bums. So. Hier ist ein M. Da oben. Da oben. So. Dann befindet sich. Okay, dann was? Okay, ich bin jetzt mal hier falsch. Genau, hier befindet sich noch ein Ende. Okay, wie viel brauchen wir zum Hammer? 13. Lass mich mal ganz kurz überlegen, wenn wir blauen Lanzen her müssen wir alles haben. Und das habe ich auch. Hoffe ich zumindest. Dann schnapp ich mir die Scheine. Dann geht's weiter mit dem zweiten Kapitel. Natürlich wollen wir speichern. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, natürlich. Und zwar, das Geheimnis der Strandkanonen kann, kann es nicht treffen. Das Geheimnis der Strandkanonen. Boom. So, genau. Dich brauche ich schon mal. Danke fürs Aufmachen. So. Hast du noch so einen? Brauche ich nicht. Hast du keinen dieser Verfolger hier, ja, oder? Ja, jetzt hat er einen. Ja, Hilfe! Hilfe! So. Ich weiß, diese blauen Münzen nerven. Aber die müssen wir einsammeln für die 100%. Yeah. Wow, fuck. Hallo? Ah! Okay, das kann mal passieren. Aber das passiert eigentlich nur mir. Lappen. Nein! Jetzt hat er wieder einen.
Lol, man kann auf die drauf springen. Okay, das wusste ich. Das wusste ich nicht. Hui, wenn ich gesprungen wäre, dann hätte ich eine böse Überraschung bekommen. Nein, 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 nein. Ich brauche nicht den Verfolger. Hallo. Diese Typen jucken mich nicht. Ich brauche Verfolger. Du verfolgst mich nicht. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Junge. So. Und du drehst so scheiße, Mann. Wow, wow. Denkst du, ihr habt das nicht gesehen, ne? Fuck. Boah, noch einer. Wow, der ist ziemlich krass drauf, du. Ihr werdet jetzt ganz... Ihr werdet sehr lieb... Hallo, sprengt mal diese scheiß Kiste hier auf, danke. So. Da bin ich schon, mein Freundchen. So, eins. Zwei. Hallo, ja. Deine Bomben. Kabums. So. Und nun geht es weiter mit einem Bonus. Yeah. Und zwar heißt ab jetzt du blöder kleiner Klempner. So. Ui. Ui, ui, ui. Ja, tot. Da, zu früh. Ich hasse dich. Ui, ui, ja. Wow, 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 wow. Chill mal dein Life, Junge. Und zum guter und zu guter Letzt fails diesen abgefuckten Bonus. Eigentlich ist es so einfach und trotzdem sacke ich hier derbe hier hoch. Nein, du machst jetzt keinen Scheiß hier. Okay, jetzt hier warten. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Oh. Okay, und jetzt wird's asozial. So, Bams. 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 Yeah, geparkt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.